Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Tomb Raider mit einer diesmal wohl wirklich verletzten Lara Croft, denn wir sollen uns erste Hilfe suchen. Das wird doch nichts. Ich wusste es. Das war so klar. Vielleicht sind Vorräte an Bord. Meinst du? Los, ein Gefangener hatte sich in der Werkstatt versteckt. Was ist mit dem anderen? Bislang nichts. Wir müssen weiter suchen. Okay, nehmen wir uns den Chopper an. Der Gestank. Ah, vor allem ist die Wunde jetzt unter Wasser. Ist auch bestimmt top. Warum ist hier unten einer angebunden? Ich weiß, du bist mit ihm getürmt. Bitte! Nein, nein! Sag mal, nein! Hm. Ich verstehe. Warum lässt Vater Matthias sie am Leben? Wegen des Mädchens. Sie wollten sie retten. Matthias will sie vielleicht als Druckmittel einsetzen. Verdammt. Ich hoffe, sie ist die eine. Wir haben so lange gewartet. Bald wissen wir es. So. Komm her. Zeig dich. Hallo, das ist Wasser. Wieso brennt das? Ich meine, ja, es weiß keiner, was hier in dem Wasser drin ist, aber trotzdem. Als ob. Das ist so beschiss. Ich werd beschissen hier. Okay. Okay, klettern. Ja, ist ja gut, das war ein Dornenbusch. Okay, klettern ist also nicht. Dann gehen wir halt auf normalen Weg. Aber wenn das so weh tut, dann werden noch Medikamente normalerweise nicht helfen. Das sieht doch nach einer gebrochenen Rippe aus, würde ich jetzt sagen. Oder angeknackst, wie auch immer. Hey, ich meine, sie ist aus 10 Metern und weiß es nicht. Abgestürzt, also. Hm. Oh, das tut weh. So. Okay. Na komm, bin da schon. Wenn die uns hier schon das Leben schwer machen.
So, dann können die uns wenigstens auch ihr Zeug geben. Oh, das wird doch auch wehtun. Okay, ganz oldschool. Hörst du mich? Roth? Lara, bist du okay? Ja. Du klingst aber nicht so. Es geht mir gut, Roth. Wo bist du jetzt? In einer Art Barackensiedlung in der Nähe des Palasts. Ich steige immer noch den Berg runter. Wieso warst du so schnell? Lange Geschichte. Ich kann die Siedlung von hier sehen. Bist du bei dem großen Tor? Ich gehe darauf zu. Die Outsiderin! Scheiße. Okay. Alter! Alter!
So, jetzt ist aber Schluss. Junge, Junge. Oh. Oh, Fähigkeitspunkt. So, was hatten wir hier? Versteckte Belohnung, okay. Mehr Munition, ja. Mit der Klitterachse einen tödlichen Hieb. Okay, weichen Sie Ihrem Gegner aus. Oh ja, ja. Auf jeden Fall. Um Feinde zu betäuben, indem Sie ihnen einen Pfeil ins Knie rammen, weichen Sie mit Kreis aus, drücken Sie Dreieck, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht. Ah ja, okay. Also so ein Quicktime-Event. Nice. So, ja, ihr werdet erstmal durchsucht hier, sofern ich euch alle finde. So, was haben wir hier alles? Das Munition ist voll, Pfeile sind voll. Wo muss ich denn lang? Mal so gefragt. Was? Lara, nur aber. Okay, Schrotflint ist auch voll. Ja, ne? Moment, ich muss noch zu dem großen Turm, hast du gesagt, ne? Moment, wozu ist das Ding da? Jetzt kann ich da dran. Nee. Kann ich von irgendwo ein Dingens hier so eine Seilbrücke bauen, aber. Na komm. Wow. Oha, okay. Hui. Oh, hier ist ein Buch. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Okay, wer war jetzt nochmal Grimm? War das der Kapitän? Der Ältere? Klingt zumindest so, würde ich sagen. Oh, weg damit. Oh, da ist noch eine Kiste. Ah, und ein paar von den Söldnern oder was auch immer. Da sind ja keine Söldner, sondern keine Ahnung. Von den religiösen Fanatikern, so. Oh. Und ein kleines Schätzchen. In der Epoche Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Chapeau. Also da muss ich sagen, das interessiert mich an dem Spiel ehrlich gesagt nicht so. Ja, also dieses Sammeln. Wenn irgendwie sowas auf dem Weg liegt, ja, okay, ohne Frage. Aber ich habe jetzt echt nicht das Bedürfnis, extra danach zu suchen. Ja, also das war bei mir bei manchen Spielen anders halt.
So. Zack. Yes. Ah, mit Weil noch was? Nee, ne? Ah, ein bisschen Munition. Aber sonst war nichts, ne? Okay. Upsala. Ich weiß ja sowieso auch gar nicht, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin, ne? So. Nee. Oh, okay. Jawohl. 3 von 3 Teilen fürs Gewehr. Nice. So, Moment, da komme ich her und da muss ich hin, ne? Beziehungsweise da. Ja, dann ist das hier der falsche Weg. Ah, hier hoch. Okay. Ja, es ist aber auch verwinkelt hier. Leck mich in den. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Ah. Okay. Ja, I see. Moment, muss ich hier lang? Und wie ist es nicht? Oh, Geheimnis. Ach, als ob. Wow. Alter. Ich kann auch schießen, Keule. So, Feierabend. Was ein Massaker. So, alle gelootet? Ich glaube ja. Junge. Mann. Oh, hier war glaube ich auch noch eine Kiste mit Munition, ne? Oh, eine große Kiste sehe ich gerade. Noch eine Opferung. Mein Gott. Was treibt sie bloß dazu? Ja. Das ist eine gute Frage. 4 The Demons, Embrace the Flames. Ja, das ist doch auch hier Falle oder weiß ich nicht. Bewegung, los!
Habe ich es nicht gesagt? Aue! Wow! Ja, ich mach euch fertig. Ah, verdammt. Jawohl. Okay. Hier ist nur ein Mädchen. Das Mädchen macht uns hier gerade fertig. Immer drauf. Ich kann doch nicht. Hier bin ich. Kommst du da rein von der Seite an? So, ist hier jetzt Frieden? Alter. Junge, Junge. So, gebt mir mal schön eure Munition hier. So, wo muss ich denn jetzt hin? Doch noch da, okay. Junge, Junge, Junge. So, nur aber, ne? Jawohl. Infiltrieren Sie den Palast. Okay. Sturmgewehr. Waffe modifizieren. Maschinengewehr zu Sturmgewehr. Yeah. Noch Holz. So, was haben wir denn jetzt noch? Größeres Magazin. Da habe ich den Schaden erhöht. Immer wieder gerne. So, Schaden auf jeden Fall. So. Schaden erhöhen ist immer gut. Erhöhen das Nachladetempo. Ja, habe ich gerade gemerkt, wäre auch nicht so verkehrt. Na gut, hier hätten wir, oder? Schussfrequenz. Ja, komm, nehmen wir auch. So. Gut. Ein Fähigkeitspunkt, dann geht's weiter. Was ist los? Okay, da. Ah ja. Am Buch. 24. Oktober 1994. Meine Geduld wurde belohnt. Endlich habe ich meine eigenen Leute, meine Vollstrecker.
Die Stürme haben mir genau die Männer gebracht, mit denen ich die Bruderschaft der Solari aufbauen kann. Stark, aber willensschwach. Der Sturm hat sie gebrochen, geschwächt und verletzlich gemacht. Und ich habe sie wieder gestärkt. Jetzt dienen sie mir und durch mich ihr, der Sonnenkönigin. Sie zeigt mir den Weg. Sie hat mir immer den Weg gezeigt. Ich kann nicht leugnen, was ich gesehen habe. Und Ihnen wird es bald genauso gehen. Sie ist überall auf dieser Insel. Aber die Bruderschaft der Solari muss wachsen. Wir werden so viele wie möglich rekrutieren. Ich erlasse Gesetze, einen Kodex, nach dem sie leben. Sie bauen für die Sonnenkönigin, während ich den Schlüssel suche. Ja, nice. Schön, dass der gar nicht ein bisschen durchgeknallt ist, oder überhaupt. So. Okay, zack, hier runter. Ab durch den Mist hier. Bleh. Ah! Doch auf die Rabiate. Boah! Boah! Mensch, jetzt ist aber Schluss. Oh! Moment, ich muss weg. Zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommt sie ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht, ne?
So, erstmal alles nachladen. So, schwupps. Pfeile habe ich, Munition habe ich, alles da. Gut. Komm ich da hoch? Jo. Bingel, bingel, bingel. Das ist ja echt ein Massaker hier. Junge, Junge, Junge. So, Moment, wo muss ich denn... Da. Mhm. Na, ob das funktioniert? Oder ob gleich einer das Seil kappt. Okay, keiner da. Alles gut. Ach komm. Alter, ich schieß dir einen Pfeil in deinen Arsch. Mann. Die Kröte. So, mal gucken, muss ich den irgendwie ziehen? Geht das? Ne, natürlich nicht. Würde das was bringen? Das würde Alarm auslösen, also eher nicht, ne? Na komm, rüber. Und weg. So, war's das? Ich hoffe. Oder auch nicht. Hä? Wo? Hallo, 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 hallo. Okay, da muss ich mich rübertragen lassen. Dann würde ich jetzt einfach mal vermuten, ne? Aber was ist hier noch? Da sind auf jeden Fall zwei Kisten. Das ist schön. Hm.
Oh, da ist noch einmal eine kleine Kiste und eine große. Nice. Gut, dann würde ich sagen, nachdem wir uns jetzt erstmal durchgekämpft haben, ein bisschen geplündert haben, ein paar Leben genommen haben und so weiter und so fort, ist für hier erstmal wieder Schicht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst auch ein Abo auf meinem Kanal da. Nächste Folge Tomb Raider gibt es am Montag, 15 Uhr. Morgen geht es weiter mit Assassin's Creed und Valhalla. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schulle.